Der König von Narnia. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von C.S. Lewis. Aus dem Englischen von Wolfgang Holbein und Christian Rendl. Teil 1. Die Prophezeiung. Hörspielbearbeitung und Regie Robert Schön. Musik Bedeutung. Es waren einmal vier Kinder. Die hießen Peter. Mann, haben wir ein Glück. Der Alte lässt uns bestimmt machen, was wir wollen. Susan. So ein netter Herr. Edmund. Du klingst immer mehr wie Mutter. Außerdem gehörst du jetzt ins Bett. Und Lucy. Sollten wir nicht lieber alle ins Bett? Die jüngste der vier. Wir kriegen bestimmt Ärger, wenn man uns hier hört. Um vor den Bomben in Sicherheit zu sein, waren die Geschwister von ihren Eltern während des letzten großen Krieges aus London in das Haus eines Professors geschickt worden. Der ältere Herr lebte mit seiner Haushälterin und einem Gärtner in einem riesigen Anwesen auf dem Land. Ein Haus mit unzähligen Zimmern, Gängen und Treppen. Was denn für Ärger? Hier interessiert sich bestimmt kein Mensch dafür, was wir treiben. Was war das? Irgendein Vogel, du Dussel. Wollen wir morgen ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen? Wer weiß, was wir alles finden. Vielleicht gibt es da Adler. Und Füchse. Und Kaninchen. Also der Plan für morgen steht. Und jetzt ab ins Bett. Als der nächste Morgen kam, regnete es so heftig, dass man weder die Berge noch die Wälder sehen konnte. Dann lasst uns eben das Haus erkunden. Damit waren alle einverstanden. Und so begannen ihre Abenteuer. Es war ein riesiges Haus und es steckte voller Überraschungen. Irgendwann gelangten sie zu einer ganzen Reihe von Zimmern, von denen immer eines zum nächsten führte und an deren Wänden hunderte von Büchern in den Regalen standen. Nur eines der Zimmer war völlig leer, bis auf einen großen Kleiderschrank mit einem Spiegel in der Tür. Hier ist ja gar nichts. Alle marschierten wieder hinaus, außer Lucy. Sie war begierig, den Kleiderschrank zu öffnen, obwohl sie fast sicher war, dass die Tür verschlossen sein würde. Zu Lucys Überraschung ließ sich der Schrank ganz leicht öffnen. Und zwei Mottenkugeln kullerten heraus. Wie weich die Mäntel sind. Auf die erste Reihe Mäntel folgte noch eine zweite. Dahinter war es so dunkel, dass Lucy die Arme nach vorn ausstreckte, um nicht gegen die Rückwand des Schranks zu stoßen. Aber da war keine Rückwand, sondern etwas anderes. Das fühlt sich an wie ein Baum. Und dann sah Lucy in der Ferne ein Licht. Und etwas Kaltes, Weiches fiel auf sie herab. Schnee? Es war Nacht. Und sie stand mitten in einem Wald. Durch die Luft wirbelten dicke Schneeflocken auf sie herab. Lucy blickte sich um und sah hinter sich, in der Ferne,
immer noch die offene Schranktür. Wenn was schief geht, kann ich ja jederzeit zurück. Und so lief Lucy immer tiefer in den Wald hinein, bis sie nach etwa 10 Minuten zu einer Straßenlaterne kam. Wieso steht die denn hier mitten im Wald? Während Lucy sich noch wunderte, warum mitten im Wald eine Laterne stand, sah sie plötzlich, wie ein Männlein auf sie zukam. Zunächst hatte sie es gar nicht bemerkt. Von der Hüfte aufwärts sah es aus wie ein Mensch. Doch seine Beine waren geformt wie die von Ziegen. Und statt normaler Füße hatte es Hufe. Um den Hals trug es einen roten Wollschal. Das Gesicht war fremdartig, aber freundlich, umrahmt von einem kurzen Spitzbart und lockigen Haaren. Aus diesen Haaren ragten 2 Hörner hervor. Es war ein Faul. Oh. Ach, du meine Güte! Guten Abend, ich wollte Sie nicht erschrecken. Oh, nein, 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 ich meine, einen guten Abend auch dir. Ich heiße Lucy, und Sie? Verzeih mir, bist du das, was man einen Menschen nennt? Natürlich bin ich ein Mensch. Oh, ich bitte um Verzeihung. Mein Name ist Tumnus. Und ich muss schon sagen, ich bin überaus entzückt, denn ich habe noch nie eine Evas Tochter gesehen, also... Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Herr Tumnus. Darf ich fragen, o Lucy, Evas Tochter, wie du nach Narnia gekommen bist? Narnia? Was ist denn das? Hier, das ist das Land Narnia. Hier, wo wir stehen. Alles, was zwischen der Laterne und dem großen Schloss Caer Paravel am östlichen Meer liegt. Ah. Und du? Bist du aus den wilden Wäldern des Westens gekommen? Nein, ich bin durch den Kleiderschrank in dem leeren Zimmer hierher gekommen. Ach, hätte ich mir doch nur mehr Mühe in Geografie gegeben, als ich noch ein kleiner Faun war, dann wüsste ich alles über diese fernen Länder mit ihren geheimnisvollen Kleiderschränken. Würdest du mir die Ehre erweisen, zum Tee mein Gast zu sein? Herzlichen Dank, Herr Tumnus, aber vielleicht sollte ich lieber zurückgehen. Es ist hier gleich um die Ecke und dort gibt es ein prasselndes Feuer und Toast und Sardinen und Kuchen. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Herr Tumnus. Aber lange werde ich nicht bleiben können. Meine Geschwister warten sicher schon auf mich. Hier entlang. Gehen wir. Die Höhle des Herrn Tumnus war ein wunderbarer Ort. Ganz aus rotem Stein, mit einem geheimnisvoll verzierten Teppich auf dem Boden und 2 kleinen Stühlen. Einer für mich, einer für einen Freund. Sie haben ja so viele Bücher. Ich liebe Bücher. Ach ja, was sich so im Laufe der Zeit ansammelt. Der Lebenswandel der Nymphen. Ist der Mensch nur ein Mythos? Evas Tochter, der Tee steht bereit. Danke, Herr Tumnus. Was war das nach der Kälte draußen für ein wundervoller Tee? Außerdem gab es ein köstliches Ei. Sardinen auf Toast, danach Toast mit Butter, Toast mit Honig und zuletzt einen Toast mit Zuckerguss. Als Lucy reichlich satt war, begann der Faun wunderbare Geschichten zu erzählen. Vom Leben der Waldnymphen in den Bäumen zum Beispiel, die zum Tanz mit den Faunen herniederstiegen. Er erzählte von den Sommern, in denen die Bäume grün waren und Bacchus selbst erschienen war. Und wo sich in den Bächen statt des Wassers Wein ergossen habe. Zwischen den Geschichten spielte Herr Tumnus immer wieder auf seiner Flöte. Herr Tumnus, was ist denn mit Ihnen? Hier, nehmen Sie mein Taschentuch. Danke. Ach, ich bin so ein schlechter Faun. Wenn du nur wüsstest.
was ich getan habe. Das kann doch gar nicht so schlimm sein. Sie sind so ein netter und lustiger Faun. Nein, nein, nein. Ich bin gar kein lustiger Faun. Ich bin ein Diener der weißen Hexe. Der weißen Hexe? Wer ist das denn? Sie hat ganz Narnia in ihrer Hand. Sie macht, dass immer Winter ist. Immer Winter und niemals Weihnachten. Stell dir das doch mal vor. Wie schrecklich. Ja. Und wie dienen Sie dieser weißen Hexe? Ich bin ihr Menschenfänger. Ich locke arme, unschuldige Kinder in meine Höhle, nur um sie einzulullen mit meinen Geschichten und meiner Musik und sie dann auszuliefern. Nein, das könnten Sie niemals tun. Doch, ich tue es doch gerade. Ich habe den Befehl von der Hexe, sollte ich jemals eine Evas Tochter oder einen Adams Sohn im Wald antreffen, sie zu fangen und auszuliefern. Und du warst die Erste und jetzt bist du hier. Was? Ja, und ich sollte warten, bis du einschläfst und dann zu ihr gehen und ihr alles erzählen. Und wenn ich es nicht tue, wird sie mir die Hörner absägen und meinen Bart ausrupfen. Das tut mir alles sehr leid, Herr Tumnus, aber bitte, ich muss jetzt nach Hause. Ja, natürlich. Du bist so nett zu mir, dass ich dich niemals ausliefern könnte. Ich bringe dich zur Laterne. Vielen Dank. Von dort finde ich den Weg bestimmt ganz leicht. Wir müssen so schnell wie möglich los. Der ganze Wald wimmelt von Spionen. Ja, wir wollen gehen. Wie anders war der Rückweg nach diesem Gespräch. Schweigend stolperten sie so schnell wie möglich durch den Schnee. Lucy war froh, als sie die Laterne erreicht hatten. Da hinten. Ich sehe schon die Schranktür. Wirst du mir jemals vergeben? Für das, was ich dir antun wollte? Natürlich vergebe ich ihm. Ich hoffe nur, sie bekommen meinetwegen keinen Ärger. Leb wohl. Darf ich das Taschentuch behalten? Na klar. Lucy rannte so schnell es nur ging auf das Tageslicht zu. Bald darauf spürte sie keinen Schnee mehr unter den Füßen, sondern Holzboden. Und schon sprang sie mit einem Satz durch die Mäntel aus dem Wandschrank. Und stand in dem leeren Zimmer, wo das ganze Abenteuer begonnen hatte. Da bin ich wieder. Wie, da bist du wieder? Warum schreist du denn so? Wir waren doch nur kurz draußen. Was soll das heißen? Ich war stundenlang weg. Plem, plem. Völlig plem, plem. Sei nicht albern, Lucy. Du warst höchstens 5 Minuten allein in dem Zimmer. 5 Minuten? Ich war im Kleiderschrank. Er ist verzaubert. Ein Wald ist da drin und es schneit. Und dort gibt es Faunen und eine Hexe. Der Ort heißt Narnia. Kommt, schaut es euch an. Das ist ein ganz normaler Schrank. Wirklich, ehrlich. Eben war alles noch ganz anders. Lucy, du hast deinen Spaß gehabt. Jetzt lass es mal gut sein. An den darauffolgenden Tagen war Lucy sehr unglücklich. Die anderen glaubten, es sei alles nur eine Lüge, eine ziemlich dumme dazu. Das verletzte sie sehr. Peter und Susan waren dabei noch vergleichsweise verständnisvoll, aber Edmund konnte ziemlich gehässig sein. Na, Lucy, guck doch mal unten im Schuhschrank. Vielleicht findest du da Atlantis. Als es einige Tage später wieder einmal regnete, beschlossen die Geschwister, Verstecken zu spielen. Susan musste suchen. Und Lucy huschte in das Zimmer, wo der Kleiderschrank stand. Eigentlich wollte sie nie wieder hineingehen. Aber als sie draußen Schritte hörte, blieb ihr nichts anderes übrig, als in den Schrank zu springen und die Tür von innen zuzuhalten. Lucy, bist du das im Schrank? Auch Edmund schlüpfte nun in den Schrank. Nicht, weil er ihn für ein besonders gutes Versteck hielt, sondern weil er Lucy noch ein wenig mit ihrem eingebildeten Land aufziehen wollte. Er sprang hinein und begann in der Dunkelheit nach Lucy zu tasten. Lucy, wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Ehe er sich's versah,
spannte sich über Edmund ein kalter, blassblauer Himmel, wie man ihn am frühen Morgen eines schönen Wintertages bewundern kann. Lucy hatte recht gehabt. Lucy! Lucy! Es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Komm doch raus! Vertragen wir uns wieder! Jetzt sei doch nicht albern! Komm! Hör auf zu schmollen! Er war schon drauf und dran, wieder nach Hause zu gehen, als sich ein von zwei Rentieren gezogener Schlitten näherte. Auf dem Kutschbock des Schlittens saß ein dicker Zwerg, der auf dem Kopf eine rote Mütze trug. Ein gewaltiger Bart bedeckte seine Knie und diente ihm als Decke. Hinter ihm thronte eine vornehme Dame, größer als alle Frauen, die Edmund je gesehen hatte. In der rechten Hand hielt sie einen langen, mit Edelsteinen besetzten Stab. Und auf dem Kopf trug sie eine goldene Krone. Halt! Oh! Und was, wenn ich fragen darf? Bist du? Ich heiße Edmund. Redet man so mit einer Königin? Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät. Ich wusste nicht. Du weißt nicht, wer die Königin von Narnia ist? Du hast noch nie von der großen Jades gehört, Schlossherrin von Ker Paravel? Also, wenn ich ehrlich bin? Also raus mit der Sprache. Was bist du? Ein zu groß geratener Zwerg, der sich den Bart abgeschnitten hat? Ich bin einfach ein Junge. Ein Junge? Ja, ich bin einfach in den Kleiderschrank gestiegen und plötzlich war ich hier. Also, mehr weiß ich auch nicht. Bitte. Ein Mensch. Ein Adamssohn. Durch eine Tür aus der Welt der Menschen. Das könnte alles zunichte machen. Aber er ist allein. Wie bitte? Mein armes Kind. Ach, du zitterst ja. Komm, setz dich hier zu mir auf den Schlitten. Ich lege meinen Mantel um dich und dann können wir uns unterhalten. Edmund gefiel dieser Vorschlag überhaupt nicht, doch er wagte nicht zu widersprechen. Also stieg er auf den Schlitten und setzte sich zu ihren Füßen. Bist du vielleicht durstig? Ja, Eure Majestät. Wie aus dem Nichts zauberte die Königin einen gefüllten, juwelenbesetzten Becher. Komm, kleiner Junge, komm, trink einen Schluck und dann sei mein. Edmund nahm einen Schluck und fühlte sich gleich viel besser. Etwas derartiges hatte er noch nie gekostet. Es war süß und sahnig und wärmte bis hinab in die Zehen. Das ist köstlich. Und hier hast du noch ein wenig türkischen Honig. Lass es dir schmecken. Was Edmund empfand, war so neu, so unbeschreiblich schön, dass er am liebsten stundenlang weitergegessen hätte. Während er aß und trank, erkundigte sich die Königin nach allen Einzelheiten. Und Edmund erzählte bereitwillig. Du bist also sicher, dass ihr genau vier seid? Zwei Adamssöhne und zwei Evastöchter. Nicht mehr und nicht weniger? Aber ja doch. Komm, kleiner Junge, komm. Vom süßen Honig geb ich dir. Nimm Platz auf deinem Thron. Doch erst bring die Geschwister mir. O Adamssohn, o Adamssohn, was immer du dir wünschst, es sei dein Lohn. Ich würde gern deinen Bruder und deine beiden Schwestern kennenlernen. Wirst du sie zu mir bringen? Ja, ja. Komm. Ich werde es versuchen. Könnte ich vielleicht noch ein bisschen von dem türkischen Honig haben? Du hast genug gegessen.
Führe deine Geschwister zu mir, dann erfülle ich dir alle Wünsche. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ihr wohnt. Ganz einfach. Siehst du die beiden Hügel dort? Mein bescheidenes kleines Häuschen liegt genau dazwischen. Ah. Und am besten erzählst du deinen Geschwistern gar nichts von mir. Und wenn sie dann da sind, kriege ich dann wirklich also... Ja, ja. Und lass dich nicht irritieren. Wenn deine Schwester einem der Faune begegnet ist, hat sie womöglich seltsame Geschichten über mich gehört. Ach, Faune, reden alles Mögliche. Bekomme ich dann auch von dem türkischen Honig? Ja, ja. Beeil dich. Bis zum nächsten Mal. Vergiss es nicht. Hey, ja. Der türkische Honig wartet auf dich. Edmund starrte dem Schlitten nach, der rasch im fahlen Licht dieses kalten Wintermorgens verschwand. Oh, Edmund, du bist ja auch hier. Ist es nicht wunderbar in Narnia? Außerdem musst du jetzt zugeben... Ist ja schon gut. Ich sehe, du hattest recht. Der Kleiderschrank ist doch verzaubert. Aber wo warst du denn jetzt die ganze Zeit? Ich habe bei dem lieben Herrn Tumnus, dem Faun, zu Mittag gegessen. Es geht ihm gut und die weiße Hexe hat ihm nichts getan. Wahrscheinlich hat sie nichts mitgekriegt. Die weiße Hexe? Wer ist das denn? Eine ganz schreckliche Person. Sie nennt sich Königin von Narnia, obwohl sie gar kein Recht dazu hat. Und alle Tiere, Faune und Zwerge, jedenfalls die guten Zwerge, hassen sie zutiefst. Sie kann Leute in Stein verwandeln. Und wegen ihr ist hier immer Winter. Edmund fühlte sich sowieso schon unwohl, weil er zu viel Süßes gegessen hatte. Und als er hörte, dass die edle Dame, der er eben begegnet war, eine gefährliche Hexe sein sollte, wurde ihm noch mulmiger. Doch selbst wenn es ihm übel wurde, er konnte an nichts anderes denken als an den türkischen Honig. Man darf nicht alles glauben, was Faune sagen. Hä? Das weiß doch jeder. Da kannst du fragen, wen du willst. Aber lass uns jetzt nach Hause gehen. Ja, wir wollen die anderen suchen und ihnen alles erzählen. Und auch, was für wunderbare Abenteuer uns erwarten, wenn wir erst einmal alle zusammen hier sind. Susan, es ist doch alles wahr. Edmund hat es jetzt auch gesehen. Es gibt wirklich ein Land, in das man durch den Kleiderschrank gelangen kann. Lucy, fängst du schon wieder an? Ich kann es beweisen. Lucy, hör auf. Edmund und ich, wir waren beide da. Los, Edmund, erzähl ihnen alles. Naja, Ed, was hat das zu bedeuten? Kannst du uns vielleicht mal aufklären? Edmund hatte die ganze Zeit geschmollt und sich heimlich über Lucy geärgert, weil sie Recht behalten hatte. Als Peter und Susan sich nun an ihn wandten, fasste er blitzschnell einen Entschluss. Ja, ja, Lucy und ich haben gespielt. Was? Wir haben so getan, als ob ihre ganze Geschichte über ein Land im Kleiderschrank wahr wäre. Hä? Natürlich nur aus Spaß. In Wirklichkeit ist da gar nichts. Edmund, das stimmt nicht. Du hast gemeine Lügner. Das hätte ich niemals von dir gedacht, du Edmund. Und sie rennt mal wieder weg. Typisch. So sind kleine Mädchen eben. Du hältst jetzt mal den Mund. Wie du dich Lucy gegenüber verhalten hast, seit sie sich die Sache mit dem Schrank ausgedacht hat, macht alles nur noch schlimmer. Ständig musst du deine Spielchen mit ihr treiben. Jetzt reicht es mal. Das hilft keinem, wenn ihr beide euch auch noch streitet. Lasst uns lieber Lucy suchen. Es war ein sehr unerfreulicher Abend. Nach einer Weile hatten sie Lucy gefunden, die immer noch todunglücklich war. Mir ist egal, was ihr denkt. Und mir ist egal, was ihr sagt. Ich weiß, dass ich da drin einen Faun gesehen habe. Und ach, wäre ich doch bloß dort geblieben. Ihr seid alle total gemein. Peter und Susan dachten langsam wirklich, dass Lucy dabei war, den Verstand zu verlieren. Und so beschlossen die beiden, am nächsten Morgen als erstes zum Professor zu gehen und ihm die ganze Sache zu berichten. Also,
Entweder ist eure Schwester eine Lügnerin, oder sie ist verrückt, oder sie sagt die Wahrheit. Ihr wisst, sie ist keine Lügnerin, und es ist offensichtlich, dass sie nicht verrückt ist. Solange sich keine neuen Gesichtspunkte ergeben, müssen wir also davon ausgehen, dass sie die Wahrheit sagt. Wenn es wahr ist, warum findet da nicht jeder dieses Land, wann immer er in den Kleiderschrank steigt? Ich meine, da war nichts, als wir hineingeschaut haben. Selbst Lucy hat nicht so getan, als wäre da etwas. Was tut das zur Sache? Nun ja, Sir. Wenn etwas wirklich ist, dann ist es doch immer da. Ist es das? Außerdem ist überhaupt keine Zeit vergangen. Und sie tat so, als wäre sie stundenlang weg gewesen. Genau das ist der Punkt, der ihre Geschichte so glaubwürdig macht. Wenn es in diesem Haus wirklich eine Tür gibt, die in eine andere Welt führt, dann würde es mich nicht im geringsten überraschen, wenn sich herausstellte, dass diese andere Welt ihre ganz eigene Zeit hat, sodass man beliebig viel Zeit dort verbringen kann, ohne dass auch nur ein Moment von unserer Zeit vergeht. Hätte Lucy nur so getan, als ob, so hätte sie sich für eine glaubhafte Zeitspanne versteckt, bevor sie herausgekommen wäre und ihre Geschichte erzählt hätte. Aber was sollen wir denn nun machen? Meine liebe Susan, es gibt eine Vorgehensweise, die noch keiner von euch in Betracht gezogen hat, obwohl es sich durchaus lohnen würde, es einmal damit zu versuchen. Und welche ist das? Jeder kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten. Von nun an erging es Lucy wesentlich besser. Peter sorgte dafür, dass Edmund sie nicht mehr verhöhnte, und weder sie noch sonst jemand verspürte Lust, den Kleiderschrank auch nur zu erwähnen. Das Thema war allen unheimlich geworden. Und so schien es für einige Zeit, als hätten die Abenteuer schon ihr Ende gefunden. So, wenn Sie mir dann bitte hier entlang folgen. Das Haus des Professors war so alt und berühmt, dass Menschen aus ganz England kamen, um es zu besichtigen. Und jedes Mal, wenn eine Gruppe durch die Gänge geführt wurde, mussten die Kinder sich unsichtbar machen. Jedenfalls, wenn es nach der Haushälterin Mrs. MacReady ging. Bitte sagen, dass er nichts anfassen soll. Wenige Tage nach dem Gespräch mit dem Professor war es wieder mal besonders schlimm. Von überall her schoben sich die Touristen durch die Gänge. Ach, diese blöden Besucher. Hier, lass uns in das Zimmer mit dem Kleiderschrank gehen, bis sie weg sind. Da kommt keiner hin. Und bitte nichts anfassen. Jedes Wochenende dasselbe. Eine richtige Plage. Jetzt mach schon, Edmund. Ich habe keine Lust, schon wieder von Mrs. MacReady angeschnauzt zu werden. Psst, seid doch mal ein bisschen leiser. Ich glaube, die kommen hierher. Los, schnell in den Schrank. Das ist unsere einzige Chance. Die vier drängten sich hinein und saßen dann lauschend in der Dunkelheit. Hoffentlich beeilt sich die alte MacReady ein bisschen und schafft diese Leute weg. Ich krieg schon Krämpfe. Und wie das hier nach Mottenpulver stinkt. Kalt ist es auch. Und feucht. Lasst uns hier verschwinden. Sie sind weg. Ich lehne ja an einem Baum. Und es wird hell. Da hinten. Du hast recht. Und schaut mal da drüben. Überall Bäume. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Die Kinder standen blinzelnd im anbrechenden Licht eines Wintertages. Hinter ihnen hingen Mäntel auf Bügeln und vor ihnen standen verschneite Bäume. Entschuldige bitte, Lucy, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ist schon in Ordnung. Was machen wir denn jetzt? Na, wir gehen natürlich den Wald erkunden. Mann, ist das kalt hier. Wie wär's, wenn jeder einen von den Mänteln anzieht? Sofort setzten sie Susans Vorschlag in die Tat um. Die Mäntel waren ihnen ein ganzes Stück zu groß, sodass sie bis auf die Fersen hinabhingen und eher wie königliche Roben aussahen. Wollen wir spielen? Wir wären Arktisforscher? Das hier ist aufregend genug, auch ohne dass wir irgendetwas spielen. Über ihnen hingen schwere, düstere Wolken. Und es sah aus, als gäbe es vor dem Abend noch mehr Schnee. Sag mal, sollten wir uns nicht ein bisschen weiter links halten? Falls wir zu der Straßenlaterne wollen? Was? Kaum waren die Worte heraus, da merkte Edmund, dass er sich verplappert hatte. Alle blieben stehen und starrten ihn an.
Dann warst du also doch hier, als Lucy erzählte, sie hätte dich hier getroffen. Und du hast sie als Lügnerin hingestellt. Seht ihr? Hab ich doch gesagt. Du bist sowas von hinterhältig. Du... Susan fand keine Worte für das, was sie empfand. Von nun an herrschte eisiges Schweigen. Und die vier setzten ihre Wanderung fort. Nur Edmund, der etwas abseits lief, murmelte vor sich hin. Das zahle ich euch heim, ihr eingebildeten Besserwisser. Wohin gehen wir überhaupt? Ich finde, Lucy sollte unsere Anführerin sein. Verdient hat sie es allemal. Wie wär's, wenn wir Herrn Tumnus besuchen? Damit waren alle einverstanden. Lucy erwies sich als gute Kundschafterin. Und so kamen sie bald an die Stelle mit der Behausung des Herrn Tumnus. Um Himmels Willen! Was ist dir bloß passiert? Die Tür hing zerschlagen in den Angeln. Im Innern der Höhle war es dunkel und kalt. Das Geschirr lag zerbrochen auf dem Boden und ein Bildnis vom Vater des Fauns war in Fetzen gerissen worden. Wo ist der Faun? Das sieht ja alles ganz schrecklich aus. Ein schöner Reinfall. Den Weg hätten wir uns sparen können. Was ist denn das da für ein Zettel? Steht da was drauf? Ja. Dann lies doch mal vor. Der ehemalige Bewohner dieser Behausung, Faun Tumnus, befindet sich in Gewahrsam. Nein. Er steht unter der Anklage des Hochverrats gegen ihre kaiserliche Majestät, Yadis, Königin von Narnia, Schlossherrin von Kaer Paravel, sowie der Begünstigung von Feinden besagter Majestät, der Beherbergung von Spionen und der treulosen Zusammenrottung mit Menschen. Gezeichnet Maugrim, Hauptmann der Geheimpolizei. PS, lang lebe die Königin. Diese Königin Lucy. Weißt du irgendetwas über sie? Sie ist eigentlich gar keine Königin. Sie ist eine grauenhafte Hexe. Alle Waldbewohner hassen sie. Sie hat ein Zauberbann über das ganze Land gelegt, sodass hier immer Winter ist und niemals Weihnachten. Ich frage mich, ob es einen Sinn hat, noch weiterzulaufen. Scheint hier nicht ganz ungefährlich zu sein. Wollen wir nicht lieber heimgehen? Aber das können wir nicht, Susan. Es ist doch alles bloß meinetwegen, dass der arme Faun solche Schwierigkeiten bekommen hat. Wir müssen unbedingt versuchen, ihn zu befreien. Als ob wir das könnten. Wo wir doch noch nicht mal was zu essen haben. Halt du gefälligst den Mund. Was meinst du, Susan? Ich finde, Lucy hat recht. Wir müssen was für diesen Faun tun. Wenn wir nur wüssten, wo der arme Kerl gefangen gehalten wird. Schaut doch mal. Das Rotkehlchen. Ich glaube, es will uns etwas mitteilen. Was ist denn das wieder für ein Quatsch? Bitte, Vögelchen, kannst du uns sagen, wohin man Tumnus gebracht hat? Er fliegt weg. Aber nur bis zum nächsten Baum. Ich glaube, wir sollen mitgehen. Vielleicht. Was meinst du, Peter? Ein Versuch ist es wert. Das Rotkehlchen flatterte weiter. Von Baum zu Baum, immer ein paar Meter vor ihnen her, doch stets so nah, dass sie ihm leicht folgen konnten. Wir laufen mir jetzt schon ewig hinterher und nichts ist passiert. Lucy, meinst du wirklich, er will uns den Weg zeigen? Bitte, Susan, wir sind bestimmt gleich da. Nachdem sie etwa eine halbe Stunde lang so marschiert waren, die beiden Mädchen an der Spitze, schloss Edmund, der die ganze Zeit geschwiegen hatte, zu Peter auf. Falls der werte Herr mal wieder mit mir reden wollte, ich hätte was zu sagen, das du dir vielleicht anhören solltest. Und das wäre... Ist dir eigentlich klar, was wir hier machen? Was denn? Könnte es nicht sein,
dass uns der Vogel in eine Falle führt? Ein Rotkehlchen soll uns in eine Falle führen? Und wo wir gerade dabei sind, woher wissen wir eigentlich, dass der Faun im Recht ist und die Königin im Unrecht? Im Grunde wissen wir von beiden nichts. Der Faun hat Lucy gerettet. Das Rotkehlchen, es ist weggeflogen. Das war ja klar. Und was sollen wir jetzt machen? Sei doch mal leise, da drüben. Zwischen den Bäumen auf der linken Seite bewegt sich was. Wo? Ich sehe nichts. Da. Da ist es wieder. Diesmal habe ich es auch gesehen. Es hat sich hinter dem großen Baum versteckt. Bitte, lass uns nach Hause gehen. Da, da. Es ist ein Biber. Und seht nur, wie freundlich er guckt. Seid ihr die Adams Söhne und Evas Töchter? Peter hatte sich als erster von der Verwunderung erholt, dass ausgerechnet ein Biber sie hier im verschneiten Wald ansprach. So kann man uns wohl nennen. Nicht so laut. Wir sind hier nicht in Sicherheit. Warum? Wovor haben Sie denn Angst? Außer uns ist doch niemand hier. Die Bäume sind hier. Sie hören immer zu. Die meisten von ihnen sind auf unserer Seite, aber es gibt auch Bäume, die uns an sie verraten würden. Ihr wisst, wen ich meine. Wo wir gerade von Seiten sprechen, woher wissen wir denn, dass Sie ein Freund sind? Wir wollen nicht unhöflich sein, Herr Biber, aber wir sind fremd hier. Ja, natürlich, sicher, sicher, hier. Das hier soll ich dir geben. Das ist ja mein Taschentuch. Ich habe es dem armen Herrn Tumnus gegeben. Er bekam Wind von seiner bevorstehenden Verhaftung und gab es mir. Falls ihm etwas zustieße, sagte er, soll ich euch treffen. Es heißt, Aslan sei auf dem Weg. Vielleicht ist er schon da. Keines der Kinder wusste, wer Aslan war. Doch kaum hatte der Biber den Namen genannt, ergriff sie ein Schauder. Sogar Edmund empfand ein geheimnisvolles Grauen. Doch das währte nur kurz. Peter fühlte sich mit einem Mal tapfer und abenteuerlustig. Susan wiederum war es, als wäre gerade eine liebliche Melodie an ihr vorbeigezogen. Und Lucy spürte das Glück, das einen überrascht, wenn man eines Morgens aufwacht und einem plötzlich einfällt, dass es Sommer ist und die Ferien anfangen. Und was ist mit Herrn Tumnus? Nicht hier. Ich muss euch erst an einen Ort bringen, wo wir in Ruhe reden und etwas essen können. Die Kinder waren ausgesprochen froh, das Wort Essen zu hören. Und so liefen sie hinter ihrem neuen Freund her, der ihnen in erstaunlichem Tempo über Stock und Stein durch die dichtesten Stellen des Waldes vorauseilte. Vollkommen erschöpft hielten sie schließlich am Rand eines steilwandigen, schmalen Tals, durch das ein breiter Fluss strömte. Quer über den Fluss war mit zahllosen Ästen ein Biberdamm errichtet worden. Was für ein wunderschöner Damm. Oh, das ist doch nur ein bescheidenes Dämmchen. Los, kommt. Drinnen gibt es eine behagliche Höhle und die Biberin wartet schon. Während sich alle auf die Rast freuten, erspähte Edmund in der Ferne zwei kleine Hügel. Und er war fast sicher, dass dies die beiden Hügel waren, die die weiße Hexe ihm bei ihrer Begegnung gezeigt hatte. Komm, komm, König Edmund, komm, vom süßen Honig gab ich dir, nimm Platz nun auf deinem Thron, vor dir. Mensch und Tier. Nein, Lu. Oh, Adams Sohn, oh, Adams Sohn. Was immer du dir wünschst, es sei dein Lohn. Thank you.
Erste, was Lucy in der Höhle wahrnahm, war die freundlich dreinblickende Biberin, die in der Ecke saß und eifrig an ihrer Nähmaschine arbeitete. Wir sind da, Biberin. Ich hab's gefunden. Hier sind die Adamssöhne und Evas Töchter. Endlich seid ihr da. Endlich. Dass ich diesen Tag noch erleben darf. Die Kartoffeln sind schon aufgesetzt. Ihr werdet Hunger haben. Lucy fand, dass die Biber ein sehr gemütliches kleines Heim hatten. Hier, ein Teller für dich. Von der Decke hingen getrocknete Beeren und Zwiebelketten herab. Und an den Wänden sammelten sich Gummistiefel, Ölmäntel, Beile, Astscheren, Spaten, Maurerkellen und Säcke. Gibst du mir mal bitte die Butter? Könnt ihr vielleicht noch mal von Salz getrunken? Es gab einen Krug mit sahniger Milch. Und ein großer Teller mit kräftig gelber Butter stand mitten auf dem Tisch. Ich freue mich so, dass es euch schmeckt. Als dann jedes der Kinder seine Tasse Tee bekommen hatte, schoben sie alle ihre Hocker zurück, um sich an die Wand lehnen zu können. So, und jetzt lass mich nur noch geschwind meine Pfeife anzünden. Und wenn sie dann ordentlich zieht, so, jetzt können wir zur Sache kommen. Es schneit wieder. Umso besser, dann sind wir vor Besuchern sicher. Denn sollte jemand versucht haben, uns zu folgen, wird er jetzt keine Spur mehr finden. Und jetzt verraten Sie uns doch bitte, warum Herr Tumnus abgeholt wurde. Oh, schlimme Sache. Ganz böse Sache, das. Ich fürchte, dass man ihn zu ihr gebracht hat, auf ihr Schloss. Das Schloss der weißen Hexe? Was wird dort mit ihm geschehen? Alles voller Statuen dort, sagt man. Auf dem Hof, auf den Treppen, im Saal. Alles Leute, die sie in Stein verwandelt hat. Aber Herr Biber, können wir nicht... Ich meine, wir müssen etwas tun, um den Faun zu retten. Ich bezweifle nicht, dass du ihn retten würdest, wenn du könntest, Liebes. Aber du hast nicht die geringste Chance, gegen ihren Willen in dieses Schloss zu gelangen und je wieder lebendig herauszukommen. Aber es muss doch irgendeinen Weg geben. Dieser Faun hat sich in Gefahr gebracht, um unsere Schwester zu retten, Herr Biber. Wir können nicht einfach zulassen, dass so etwas mit ihm geschieht. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist... Ja? Aslan. Wer ist denn dieser Aslan? Er ist der König. Er ist der Herr des ganzen Waldes. Aber nicht einmal mein Vater konnte sich daran erinnern, wann er das letzte Mal hier gewesen wäre. Doch nun haben wir Nachricht erhalten, dass er zurückgekehrt ist. Wenn jemand mit der weißen Hexe fertig wird, dann er. Wird sie ihn denn nicht auch in Stein verwandeln? Ihn in Stein verwandeln. Wenn sie es schafft, ihm standhaft ins Antlitz zu blicken, dann ist das schon mehr, als ich ihr zutraue. Nein, 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 nein. Er wird alles wieder in Ordnung bringen. Wie es hier in der Gegend in einer alten Prophezeiung heißt. Das Unrecht wird gehen, wenn Aslan wir sehen. Das Unrecht wird gehen, wenn Aslan wir sehen. Erschallt sein Gebrülllied der Kummer bald. Wenn die Zähne erblickt, wird der Frühling erweckt und leuchtet die Mähne weit. Sind wir hier vom Winter befreit? Sind wir hier vom Winter befreit? Sind wir vom Winter befreit? Ihr werdet verstehen, wenn ihr Aslan seht. Werden wir ihn denn sehen? Evas Tochter, dazu hab ich euch ja hergebracht. Ich soll euch dorthin führen, wo wir ihm begegnen werden. Ist er ein Mensch? Aslan! Aslan ist ein Löwe. Der Löwe. Ich hätte ziemliche Angst, einem Löwen gegenüberzutreten. Zu Recht, mein Kind. Wenn ein Wesen vor Aslan steht, ohne dass ihm die Knie schlottern, dann ist es entweder tapferer als die meisten anderen...
oder einfach nur dumm. Dann ist er also nicht harmlos? Natürlich ist er nicht harmlos. Aber er ist gut. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu treffen. Und treffen wirst du ihn. Und zwar am steinernen Tisch. Ich bringe euch hin. Aber was wird bis dahin aus dem armen Herrn Tumnus? Am schnellsten könnt ihr ihm helfen, indem ihr zu Aslan geht. Wenn er erst bei uns ist, können wir etwas unternehmen. Euch brauchen wir aber ebenso. Denn es heißt, wenn Adams Fleisch und Evas Blut in Kerparavel auf den Thronen ruht. Winter befreit. Seit undenklicher Zeit geht einem Meer. Vier Throne, sie stehen im Schloss am Meer. Drauf sitzen zwei Knaben und zwei Mägdelein. Und tritt ihre Herrschaft ein, wird's das Ende der Hexe sein. Ihr Leben zu Ende wird sein. Lucy, Susan und Peter waren von der Erzählung des Bibers derart gefesselt, dass sie alles um sich herum vergaßen. Sagt mal, wo ist eigentlich Edmund? Ja, wer hat ihn zuletzt gesehen? Wie lange ist er schon weg? Ist er vielleicht draußen? Der Schnee fiel dicht und stetig. Das grüne Eis des Teiches war unter einer dicken weißen Decke verschwunden. Von der kleinen Höhle in der Mitte des Dammes aus konnte man das Ufer zu beiden Seiten kaum erkennen. Edmund! Die drei Geschwister versanken bis über die Knöchel im frischen Schnee, als sie hinausrannten, um nach Edmund Ausschau zu halten. Komm schon raus! Es ist zu kalt zum Versteckenspiel! Doch ihre Rufe verhallten, einsam, im lautlos herabsinkenden Schnee. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als in die Höhle zurückzukehren. Es hat keinen Zweck, nach ihm zu suchen. Wie meinen Sie das, Herr Bieber? Er kann doch nicht weit sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Wir wissen, wohin er gegangen ist. Wie? Wohin ist er denn? Er ist zu ihr gegangen, zur weißen Hexe. Was? Er wird uns alle verraten. Niemals würde er das tun. Bist du dir da ganz sicher? Aber kennt er denn den Weg? War er schon einmal in diesem Land? War er jemals alleine hier? Ja, ich fürchte, das war er. Und hat er euch erzählt, was er hier gemacht oder wen er getroffen hat? Nein, eigentlich hat er gar nichts erzählt. Dann sage ich euch, er ist der weißen Hexe bereits begegnet und hat sich auf ihre Seite geschlagen. Was? Ja, und sie hat ihm gesagt, wo sie wohnt. Ich wollte es ja vorher nicht sagen, da er nun einmal euer Bruder ist. Aber als ich ihn zum ersten Mal sah, dachte ich mir, der verbirgt etwas. Er sah mir ganz so aus wie einer, der bei der Hexe war und von ihren Speisen gegessen hat. Man sieht das den Leuten an, ihren Augen, wenn man eine Weile in Narnia gelebt hat. Trotzdem müssen wir ihn suchen. Schließlich ist er immer noch unser Bruder, auch wenn sein Verhalten schändlich ist. Ihr wollt zum Schloss der Hexe gehen? Aber seht ihr denn nicht, dass ihr ihn und euch selbst nur retten könnt, indem ihr der Hexe aus dem Weg geht? Wie meinen Sie das? Sie will euch alle vier in die Finger kriegen. Sie denkt ja immerzu an die vier Throne in Kerparavel. Aber solange Edmund der Einzige ist, den sie in der Gewalt hat, wird sie ihn am Leben lassen, weil sie ihn als Lockvogel braucht, als Köder. Um euch drei auch noch zu kriegen. Oh, gibt es denn niemanden, der uns helfen kann?
Nur Aslan, wir müssen aufbrechen und zu ihm gehen. Das ist jetzt unsere einzige Chance. Mir scheint, meine Lieben, es wäre sehr wichtig, genau zu wissen, wann Edmund sich davon geschlichen hat. Wie viel er der weißen Hexe erzählen kann, hängt davon ab, was er mit angehört hat. Hatten wir zum Beispiel schon von Aslan gesprochen, bevor er ging? Ich glaube, da war er schon weg. War er nicht? Wisst ihr nicht mehr? Er war es doch, der gefragt hat, ob die Hexe nicht auch Aslan in Stein verwandeln könnte. Stimmt. War er noch da, als ich euch sagte, dass der Treffpunkt mit Aslan der steinerne Tisch ist? Tja, ich weiß nicht. Denn wenn er noch dabei war, dann würden sie uns einfach den Weg abschneiden. Das heißt, wir könnten nicht zu Aslan. Aber das ist nicht das Erste, was sie tun wird. Sobald Edmund ihr sagt, dass wir alle hier sind, wird sie sich aufmachen, um uns noch heute Nacht zu kriegen. Du hast recht, Biberin. Wir müssen sofort von hier weg. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Der König von Narnia. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von C.S. Lewis. Aus dem Englischen von Wolfgang Holbein und Christian Rendl. Teil 1. Die Prophezeiung. Erzähler Friedhelm Ptok, Peter Ben-Hadad, Susan Chiara Scheicht, Edmund Felix Lengenfelder, Lucy Valentina Biesinger, die Weiße Hexe Valerie Ceplanova, Professor Diggory Felix von Manteuffel, Faun Tumnus Matthias Matschke, Aslan Martin Engler, Biber Waldemar Kobus, Biberin Philine Peters-Arnolds. In weiteren Rollen Sarah Bartz, Susanne Grimm, Ulf Handreck, Barbara Hese, Thomas Kellner, Kerstin Kramer, Gesine Treptow, Tobias Unterberg und Anna B. Ton und Technik Alexander Notny und Wolfgang Rhein. Besetzung Kirstin Petri. Regieassistenz Susanne Schütz. Musik B-Deutung. Hörspielbearbeitung und Regie Robert Schön. Produktion Südwestrundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2021. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.